Zone, deren Heimat Asien ist, sammelt alle nützlichen Bestandteile des Bodens und kommt auf unsere Tische. Jeden Tag taucht ein neuer Vorteil dieses Nährstoffs auf, der seit der Antike für medizinische Zwecke verwendet wird. Diese Frucht, die unserem Körper bei regelmäßigem Verzehr unglaubliche Vorteile bietet, ist ein Heilmittel für viele Krankheiten. Was sind die Vorteile des Zitronenkonsums? Wann und wie viel sollte konsumiert werden? Lassen Sie uns gemeinsam untersuchen. Sie können unseren Kanal kostenlos abonnieren, bevor Sie zu den Vorteilen übergehen. Wir sind hier mit einem neuen informativen Video jeden Tag. Was sind die Vorteile des Verzehrs einer halben Zitrone pro Tag? Die in Zitrone gefundene Hesperidin-Verbindung zeigt vaskuläre Schutzwirkung. Polyphenole und Flavonoide in der Rinde verhindern die Plakebildung in den Gefäßen und bekämpfen Entzündungen. Reduziert vor allem das Risiko der Bildung von schlechtem Cholesterin. Das enthaltene Kalium erhöht die Kreislauffunktionen und wirkt schützend vor Herzerkrankungen. Gleichzeitig reinigt es durch seine antioxidative und entzündungshemmende Wirkung das gesamte Verdauungssystem von Toxinen und Bakterien. Allicin-Verbindungen in seinem Inhalt haben tödliche Eigenschaften gegen alle Krankheitserreger und Parasiten im Verdauungssystem. Pektin, einer der Hauptbestandteile der Zitrone, ist ein löslicher Ballaststoff. Diese Faser nährt die Anzahl nützlicher Bakterien im Darm und verbessert die Verdauungsaktivitäten. Zitrone für ein gesünderes Lebergewebe. Zitrone übernimmt eine wichtige Verantwortung beim Ausgleich der Sauerstoffmenge im Blut und ist ein natürliches Stimulans für die Leber. Das Trinken von Zitronensaft ist eine großartige Möglichkeit, die Leber zu reinigen. Das enthaltene Pektin hilft außerdem, den Blutzucker auszugleichen und schützt vor Zuckerungleichgewichten. Quercetin, das sich direkt unter der Schale der Zitrone befindet, hat eine sehr wichtige Verantwortung bei der Regulierung des Glukosespiegels. Es hilft, den Blutzucker auf dem gewünschten Niveau zu halten. Dies ist wirksam bei der Verhinderung von Komplikationen wie Neuropathie. Gleichzeitig ist die Salpetersäure in der Zitrone wirksam bei der Nutzung des Fettgewebes im Körper für den Energiestoffwechsel. Mit seiner Toxinentfernungsfunktion sorgt es für die Entfernung überschüssiger Ödeme zwischen Muskel- und Hautgewebe aus dem Körper. Auf der anderen Seite, Zitrone ist nicht nur basisch, sondern dank ihres Gehalts an Vitamin C, Magnesium und Kalium auch sehr wichtig für die Knochengesundheit. Vitamin C ist wichtig für die Produktion von Kollagen, das Knochen und Knorpel schützt. Darüber hinaus reduziert Zitrone sowohl akute als auch chronische Schmerzen. Zitrone gegen Krankheiten. Zitrone enthält große Mengen an Vitamin C. Die Einnahme von Vitamin C stimuliert die Produktion weißer Blutkörperchen, die eine wichtige Rolle für das reibungslose Funktionieren des Immunsystems spielen. Eine Viertel Zitrone kann 15% des täglichen Vitamin C-Bedarfs einer Person decken. Ist Zitrone also schädlich? Wie viel und wann sollte es konsumiert werden? Zunächst einmal kann Zitrone bei manchen Menschen allergische Reaktionen hervorrufen. Die häufigste dieser Nebenwirkungen sind Kopfschmerzen. Stellen Sie daher vor dem regelmäßigen Verzehr von Zitrone sicher, dass Sie nicht allergisch sind. Außerdem wird durch den Verzehr säurehaltiger Lebensmittel Reflux ausgelöst, der oft Sodbrennen und Übelkeit verursacht. Aus diesem Grund sollten Menschen mit fortgeschrittenen Magensäureproblemen vor dem Verzehr von Zitrone in Maßen sein. Wie viel Zitrone sollte also konsumiert werden? Experten haben festgestellt, dass das Hinzufügen von Zitrone zu Mahlzeiten,
Tees, Salaten und Wasser unglaublich vorteilhaft für die Körperstruktur ist, insbesondere in Zeiten, in denen unser Immunsystem geschwächt ist. Die ideale Verwendung für diese Vorteile ist eine oder eine halbe Zitrone pro Tag. Im Lichte dieser Informationen können Sie Zitrone in Ihr Ernährungsprogramm aufnehmen und langfristig von Ihren Vorteilen profitieren. Wenn Ihnen unser Video gefällt, vergessen Sie nicht, es zu mögen und unseren Kanal zu abonnieren, falls Sie ihn noch nicht abonniert haben. Bleib informiert!